Jo, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, liebe Freunde. Heute werde ich wieder Controller-Settings ausprobieren, da ihr das ja bei Aria sehr, sehr gefeiert habt. Und zwar habe ich ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, vor ein paar Tagen auf den besten Controller-Spieler bzw. den Controller-Spieler mit den besten Mechanics reagiert. Und ich will auch gute Mechanics, also was liegt da nahe? Ich werde einfach mal seine Sense ausprobieren. Settings geht ja schlecht, weil er spielt ja Scarf oder Claw oder sowas. Ich werde einfach mal seine Sense ausprobieren und gucken, ob ich damit auch besser werde und vielleicht bessere Mechanics bekomme. Ich werde euch mal hier einfach Clips anblenden, wie ich mit meiner normalen Controller-Sense gerade spiele. Bin auch nicht so lange auf Controller, aber ich zeig's euch trotzdem mal hier. Ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo hier auf dem Kanal da, tragt gerne meinen Creator-Code Chanti ein und wir gehen direkt rein ins Video. Und werden wir jetzt mal seine Settings kopieren, beziehungsweise wir schauen uns jetzt mal an, was der junge Mann für eine Sense spielt und übernehmen die einfach mal. So, wir sehen direkt mal hier, er spielt diesen Build-Mode-Sense-Dings, ne, keine Ahnung. Das mache ich direkt mal auf 1,9, das hat er auch auf 1,9. Und das andere mache ich auf 2,3, weil das hat er auch. Und dann hat er da unten 43. Ich habe 49, Digga, alle Controller-Spieler spielen eine ähnliche Sense. 0%. Er hat diesen Schub beim Trainer an. Ja, okay, weiß ich halt nicht, ob das der Key ist. Und dann dieses 10, 10 und 1. 10, 1. Und Dead Zone 16, 16. Meine Dead Zone ist 15, okay. Dead Zone 16, 16. Und das war's. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein und ich bin jetzt mal sehr, sehr gespannt, wie das Ganze sein wird. Ich habe jetzt ein bisschen eine andere Dead Zone. Ich habe jetzt ein bisschen eine andere Sense. Und ich glaube, beim Bauen ist meine Sense noch höher. Und ich glaube, das Krasseste ist dieser Schub, den ich beim Trainer haben werde. Der ist natürlich dann nicht groß, aber ich habe dann natürlich so einen kleinen Schub beim Trainen. Und ich glaube, der wird ein bisschen weird sein. Okay. Es fühlt sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen anders an. Okay, es fühlt sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen sehr anders an. Okay. Ich bin ja eh nicht der beste Controller-Spieler, so. Das heißt, ich kann das hier jetzt nicht so crazy bewerten, aber man merkt auf jeden Fall schon mal einen Unterschied, so. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob der Unterschied gut oder schlecht ist, so, Chat. Okay, ich würde sagen, ich hole jetzt einfach mal eine Waffe und tu mal so, als würde ich irgendwie vielleicht gegen jemanden fighten oder so. Ja, natürlich, okay, dann druck ich erstmal 3 Edits, Digga. Okay, dann gehe ich hier hoch, dann gehe ich hier rein. Okay, zack. Komm, halt einfach. Okay, nein, wir fighten jetzt wirklich gegen jemanden, okay? 90s, Digga, Apo RD-90s. Dann geh ich hier runter, check dir. Okay, ihr checkt, glaube ich, gar nicht. Oh, ich check's gerade selber nicht. Dann check dir 90s, so zack, 90s. Guck mal, dann, ihr denkt, ich habe gedruckt, aber ich habe nicht gedruckt. Ihr denkt, ich habe wieder gedruckt, habe ich aber nicht. Mach ich hier zack, über mir, damit mich da keiner hitten kann. Geh da hoch, zack. Drucken Edit, der war geplant, weil sonst hätte mich der Gegner einfach abgeschossen. Alter, seid ehrlich, Chat, seid ehrlich. Habt ihr nicht mit gerechnet, oder? Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal in eine 1 gegen 1 Map rein. Eben habe ich ein paar 1 gegen 1 gespielt. Also auch schon im Stream mit meiner normalen Sense doch. Die liefen ehrlich erstaunlich gut, Digga. Ich habe irgendwie komplett gut gespielt. Mal gucken, ob ich das Ganze jetzt auch hinbekomme. Ich hoffe es. Wenn nicht, dann ist halt einfach scheiße so. Ich musste nur kurz nachladen, oder war das einfach seine Wall? Smart von ihm, smart. Retalk. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Super. Was ist jetzt? Ich bin gerade zu frustriert, Bro. Ich bin gerade Controller-Spieler. Ich hab kein Brain. Ich wusste es. Der ist so krass. Und ich habe ihn trotzdem ein paar Mal geholt. Ich bin zufrieden. Retalk. So, wir machen jetzt Realistics und danach würde ich sagen, mache ich. Das Ding ist halt, Solo-Spiel macht halt eigentlich keinen Sinn, weil ich bin halt scheiße. Ich mache eine Runde gleich, Chat. Solo? Genau so kommt jetzt Video. Egal was passiert. Die kommt genauso ins Video. Oh Gott, Digga, bitte. Nein, okay, ich habe überhaupt drauf geaimt, Chat. Wenigstens etwas. Das ist halt so ein Sweater. Was ist das für ein Schwitzer, Digga? Das ist ja wirklich gottlos. Lass mich doch mal eine Sekunde zum Atmen, Bro.
Nein, mein Papa hat nicht geschossen. Alter, nein. Ach du Scheiße, Digga. Ach du Scheiße. Nein. Warum spawn ich hier unten, Digga? Wie zum Fick soll ich mich da hochbauen? Der Typ ist viel besser als ich. Spaß, Digga. Ich bin viel besser als der Typ. Shop, Digga. Der Shop ist in einer Stunde, Bro. Okay, das war krass. Aber irgendwie Controller ist irgendwie... Warte mal, es steht auf 4-3 für mich. Ich lief das. Ich lief 4-3 für mich. Ich hab gewonnen, Chat. Hab gewonnen. Wir gehen jetzt einfach mal in Solo rein, okay? Wir gehen jetzt in Solo rein und ich werde die Runde... Das ist jetzt die letzte Runde von Der Sense. Und ich werde die Runde nicht faken oder so. Ich werde jetzt die Runde nehmen und die kommt jetzt ins YouTube-Video. Ganz wichtig, die Runde, egal was passiert, diese Runde kommt ins YouTube-Video rein. Okay, Chat, wo landen wir? Diese eine Runde und dann ist vorbei. Dann ist vorbei, Chat. Dann ist vorbei. Eichstadt. Ich lande immer Eichstadt. Ich lande einfach jetzt auch Eichstadt. Guck mal, das Ding ist, man kann da an vielen Sachen nicht bauen. Und ich muss einfach für mich ausnutzen, dass man nicht bauen kann. Checkt ihr, was ich meine? Easy. Ich glaube, ich lande da oben auf dem Berg bei den Chests und dann jump ich so runter, wisst ihr? Und dann mache ich so Überraschung auf alle. Landet da schon einer? Da landet schon einer. Ich fasse es nicht. Aber dann lande ich da hinten auf dem Berg bei der... Oh, zwei Chests sogar. Gib mir einfach jetzt eine gute Waffe, bitte. Einfach eine gute Waffe. Bitte, 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 bitte. Oh, okay. Oder ich take kurz hier den... Oh mein Gott, Digga. Ey, er ist der beste Spieler. Er ist übel der NPC, aber der beste. Ich kann den töten, Retalk nicht. Ich check nicht, was er. Digga, ist ein echter Mensch, oder was? Ist ein echter Mensch. Ist Retalk ein echter Mensch einfach. Tot, ist over. Das war die Runde. Und damit war es auch mit dem Video zu dieser Sense. Ich muss sagen, also jetzt eben, vor allem am Ende, gegen den Einspieler im Creative, ich war besser als ich dachte, viel, viel besser. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo hier für den Kanal, tragt gerne meinen Creator-Club hier ein und schreibt ganz wichtig in die Kommentare, mit welcher Sense ich noch spielen soll, welche Sense ich auch ausprobieren soll. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schon wieder was auch immer. Haut rein und ciao.